Sie sind das neueste Mitglied. Was hat Sie dazu bewogen, zu dieser Kooperation dazuzustoßen? Wir haben von Anfang an gewusst, dass wir etwas machen müssen, gerade im Hotelbereich, Hotelzimmerbereich, und haben geschaut, was für Kooperationen für uns interessant sind, und sind relativ schnell auf Romantikhotels gestoßen, weil es zum Haus passt. Wir sind wirklich ein Sandstein- und geschichtsträchtiges Haus, das zur Romantik sehr, sehr gut passt. Und wenn wir jetzt die Mönchkarte auch noch dementsprechend anpassen und aufgleisen, dann gibt es eine gute Sache mit Romantikhotels. Das war eigentlich der Grund. Wie wird dann die Mönchkarte angepasst? Da ist der Bolliger, unser Küchenchef, ist da sehr involviert. Du bist selber ein Romantiker. Und da habe ich eben sicher freien Hang. Ob wir dann mit klassischen Rosenblättern oder Haus-Prosecco mit Rosenblättern und Rosensaft oder wirklich diese Richtung ein Menü zusammenstellen. Genau. Und wer ist der typische Kunde von einem Romantikhotel, wie es jetzt Ihres ist? Also ich denke, es sind verschiedene Gäste, Hotelsegmente, Gäste, sicher die Route, also der Reisende, der zum Beispiel von Hamburg eine Route plant nach Genua und bei uns durchfährt im Emmental und den Führer anschaut, vorher sagt, ah, Stadthaus ist auch bei Romantikgruppe, das ist etwas, da gehen wir her. Der Endgast und der andere sich der Hochzeitsgast. Wir haben bei uns auch die Hochzeitsmesse bei uns im Haus und das passt hervorragend zu unseren Räumlichkeiten. Das ist sicher auch. Und wir haben Träume, also wir haben Bankett-Träume, wir haben schöne Säle und wir haben unser Stadthauskeller, der wirklich wunderschön ist.